herzlich willkommen. Heute haben wir wieder mal ein besonderes Thema. Und zwar hatten wir ja schon mal im letzten Film über die Massentierhaltung und Genfutter. Heute habe ich wieder mal was anderes gefunden. Heute kommt zur Abwechslung mal was über Bienen. Ich halte das jetzt mal hier ran. Das Ganze sieht hier so aus. Das ist wieder von einer Supermarktkette. Spenden für die Sammlerin. Und zwar sollen hier 30 Cent hier spendet werden an den NABU für jedes gekaufte Honigglas. Was man aber jetzt hier feststellt, dass dieser Honig, der da in dem Supermarkt angeboten wird, dass das ja kein Honig ist aus der Region hier, sondern da steht immer da unten immer schön im Kleingedruckten aus der EU, also eine Mischung aus der EU und Nicht-EU-Länder. Also ein alles zusammengeworfener Käse. Jetzt frage ich mich, was soll das denn jetzt schon hören? Also die 30 Cent, wie sollte man sich lieber sparen? Man sollte lieber sich ein Tütchen Wildblumen kaufen und dich im Garten ein schönes Wildblumenbeet machen. Da hat man was für die Bienen getan. Aber doch nicht hier. Hier für diese angebotenen Honiggläser. Also da habe ich ja wirklich kein Einsehen für, dass man das noch unterstützt, dass der Honig aus Nicht-EU-Ländern kommt. Also da habe ich wirklich schon mal ja kein Verständnis für. Also der Verbraucher, der wird ja immer mehr verblöd gehalten inzwischen. Und dann ist noch eine andere Geschichte. Ich selber habe mich mal bei NABU beworben, und zwar für Bienenstöcke aufzustellen. Ja. Was dabei rausgekommen ist, sagen zwar, ist alles gut und schön. Da gibt es bestimmt eine Möglichkeit. Aber draus geworden ist da einfach ja nichts. Überhaupt nichts. Und ich denke mal, ich lese jetzt noch hier vor, was hier steht. Damit unterstützen wir deutschlandweit zahlreiche Projekte zum Schutz und zur Förderung von Streuobstwiesen. Wir haben jetzt eine Streuobstwiese gefunden, aber die ist in privater Hand. Da kommen wir später auch noch, wo ich meine Ablayer hinstelle. Das hat jetzt mit NABU nichts zu tun. Und da werden wir auch noch darüber berichten, wie das da läuft, auf dieser Streuobstwiese. Und für die Staffung neuer Bienenstöcke und Insektenhotels. Ja, Insektenhotel, da kann jeder selber sich im Garten hinstellen. Da brauche ich hier den NABU keine 30 Cent zu geben, damit die Insektenhotels aufstellen. Jeder, der was für Bienen tun will oder möchte oder was auch immer was, kann sich, wenn Garten hat, kann sich so ein Insektenhotel im Garten stellen oder eine schöne Blumenwiese für die Bienen. Also da sollte man lieber diese Honiggläser in den Regalen stehen lassen und bei den örtlichen Imkern kaufen. Dann hat man wenigstens einen vernünftigen Honig, als wie diese Mischung hier, diese Mischemasch hier. Also das ist für mich wirklich unbegreiflich, was die Leute sich einfallen lassen. Aber gut und schön, jetzt kommen wir noch zu unseren Bienen. Das können wir abhaken, aber ich weiß nicht, entweder suchen die eine Möglichkeit, irgendwie ans Geld ranzukommen oder kriegen diese Gläser nicht verkauft oder was auch immer. Warum man solche Aktionen macht, ist einfach nur Blödsinn. Können wir das mit Trost wegschmeißen. Zu unseren Bienen kommen wir jetzt mal hier. Die sind alle gut durch den Winter gekommen. Und was wir im Moment jetzt aber noch machen, ist, wir füttern auf. Hier in der Natur, hier ist doch nichts. Die Weide ist gerade mal hier, so die ist und jetzt fast verblüht, aber sonst gibt es hier eigentlich wenig, nur gar nichts.
Und wir haben immer noch, natürlich Sommer, wir haben immer noch Mitte April jetzt. Also, das heißt, es kann auch noch mal kalt werden. Und das nicht nur für ein paar Tage, sondern auch für ein oder zwei Wochen. Kann ja immer noch möglich sein. Und deswegen füttern wir die im Moment jetzt auf. Das machen wir bis Ende April. Die Bienchen tragen alle schön Pollen ein, wie wir das hier sehen können. Da hinten die blaue, das war ja der Schwarm vom Selbstversorgerkanal. Das war ja ein kleines Schwärmchen, ist aber auch durchgekommen. Und ich bin mal gespannt, wie das dieses Jahr mit dem Schwärmen ist. Ob wir jetzt dieses Mal jetzt mal Schwarm haben. Da haben wir jetzt sogenannte Schwarmbienen. Ja, und die anderen zwei hinten, die großen, da läuft auch alles normal. Aber im Moment haben wir an den Bienen nicht viel getan. Wir haben nur im Moment aufgefüttert. Ich habe die Kiste noch nicht mal auseinander genommen. Wabenhygiene brauche ich schon noch gar nicht zu machen, weil die sind jetzt gerade mal hier 2 Jahre. Jetzt sind die Bienen das zweite Jahr, die anderen das dritte Jahr. Da brauche ich schon noch nicht viel an zu machen. Gut, da werden wir sehen, wie das da weitergeht. Die Bienen sind schön fleißig. Da bin ich guter Hoffnung, dass wir dieses Jahr schönen Honig bekommen. So, soweit hin. Thema Bienen. Wir sehen uns bald wieder. Ciao.